mir dann in den nächsten 2-3 Tagen etwas besser geht. Einen perfekten Stand natürlich auch noch hinlegen. Noss hier zu verwenden wäre blödsinnig. Da wir hier direkt in einer Kurve den Blödsinn haben. Mit 190 km/h gehen wir in Führung. Ja, ganz knapp nur. Ganz, ganz knapp. Ey, jetzt zieht hoch, ne? Also die Drehzahl, die explodiert, habe ich zum Teil das Gefühl, ne? So hört sich das an. Das ist mehr ein Düsenjet. Müsst ihr mal drauf achten. Jetzt gehen wir noch Noss dahinter. Und gehen mit 354 Seiten einfach mal nebenbei durch. Ne? Fast 400 Sachen. Vollgetunten Carrera GT. Ich denke mal, ja, die Blacklist ist damit abserviert. Die können da nichts mehr gegen handeln und nichts mehr gegen haben. Bis natürlich, bis auf meinen BMW Z3. Ne, war ja gar nicht Z3, BMW R3 oder was da war für ein BMW. Den Razer uns geklaut hat. Der kleine miese Sack. Wir haben jetzt schon 100 km/h Vorsprung. Und ich denke mal, das wird sich auch halten. Beziehungsweise es wird noch mehr. Ja, 200 km/h. Komm, wir fahren mal gegen eine Wand. Ist ja kein Ding. Einfach nur, damit wir den anderen auch nochmal eine Chance geben können, dass sie hinterherkommen. Sonst wird das ja doch irgendwie ein bisschen langweilig. Und ich sag gerade noch, ja, ich mach dann hier da gleich Pause, ne? Und jetzt höre ich schon die Bullerei wieder hier. Na, das heißt, hier ist gleich wieder Party angesagt. 100 Pro. Na, bist ein bisschen vor mir da durchgefahren und ja, da sind sie auch. Aber sie jagen nicht mich. Nett. Finde ich gut. Jagt ihn. Jagt ihn. Das finde ich geil. Mach weiter so. Los, ich will auch gejagt werden. Jetzt jagt mich. Ach, dann halt ihn nicht. Mehr als nur reinfahren kann ich nur auch nicht machen, oder? Jagst du mich? 20.000 Prämie erhalten und... Nö. Wir sind uninteressant für die Polizei. Oh ne, jetzt, ich habe eigentlich, jetzt habe ich noch mehr Lust weiterzumachen. Und zwar mit dem Drachenrennen. Was hier komischerweise genau passend war. Alles geplant und so, ne, ihr kennt das ja von mir. Es ist immer alles geplant. Da bin ich mal gespannt. Ja, wie soll ich denn... Hallo? Was ist das denn jetzt gewesen? Hä? Motor... Hallo? Was? Hä? Was war das denn? Warum habe ich jetzt Motorschaden? Perfekt geschaltet! Perfekt geschaltet! Nochmal perfekt geschaltet. Oh, oh. Perfekt runtergefahren, würde ich mal sagen. Und nochmal perfekt geschaltet. Nein, zu früh und... Oh mein Gott! Im Übrigen habt ihr mir hier einen Tipp gegeben, den ich aber nicht anwenden werde oder nicht anwenden kann. Eine Sekunde, bevor man in einen gegnerischen Wagen reinfährt, soll man mal versuchen zu bremsen und dann sollte man das irgendwie überleben. Ja, ich werde es jetzt aber nicht austesten, weil ich möchte das Rennen eigentlich ganz gerne nur abschließen. Sollte ja auch reichen, oder? Ich meine, wie viel habe ich jetzt gerade drauf? 328 km/h. Ich habe noch keinen Noss verwendet. So, hier mal ganz kurz runterschalten und zack, reiner und alles ist wunderbar. Mit 285 km/h, nach so einer Kurve, ne? Kommen wir hier da rein. Pass genau auf, Penner. Du weißt, wer hier spricht. Also halt die Klappe und hör zu. Entweder du oder ein Kumpel von dir hilft den Cops. Wäre es mir egal. Aber mal sehen, wie es dir gefällt, wenn die Karten neu gemischt werden. Aber ich kann nicht die Klappe halten, weil ich muss reden. Sonst wird das hier langweilig und so, Razer. Du hast, glaube ich, den Sinn des Ganzen noch nicht verstanden. Warum bin ich jetzt hier eigentlich in den Unterschlupf gegangen? Ach, haben wir einfach mal einen anderen Unterschlupf. Ich starte immer von dem... da ganz, ganz hinten irgendwo. Und jetzt starten wir einfach mal von hier aus. Warum? Weil wir es können. Cool, ne? Ja. Und das ist wirklich irgendwie mein Lieblingsspruch. Ich weiß auch nicht warum. Aber hey, shit happens, was soll's. Nimm's nicht Spaß, der hat Pech gehabt. Nein. Ich will das Mordsteinrennen schon machen. Und das sieht schon wieder so lang und großartig aus.
Um Seaside Interchange geht das lang? Oder fahren wir zum Riverford Stadium? We will see, we will see. Nein, wir fahren zum Interstate. Warum ich tot fallen wo? Interstate Supercharge. So. Sag ich jetzt einfach dazu. Ein Schilder kann ich bei der Geschwindigkeit eh nicht mehr lesen. Wenn bei 300 km/h noch auf Schilder achten, nö. Not really möglich. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts war besser, ja. Auch wenn wir hier ein bisschen fliegen, aber hier haben wir mehr gerade Strecken. Oder mehr gerade Strecken, wo wir hier Gas geben können. Oh, diese eine Wand da. Beziehungsweise diese dünnen Wände, die haben es mir ja irgendwie angetan. Ne, wenn ich sie sehe, muss ich reinfahren, habe ich das Gefühl. Und nächste Mordstelle ist in 50 Sekunden. Jetzt 50 Sekunden mehr entfernt. Und ich kann jetzt einfach mal behaupten, ich habe den Wagen unter Kontrolle. Und genau weil ich das jetzt gesagt habe, macht der Wagen genau ab jetzt, was er will. Ich brauche nicht bremsen. Oh, ist das schön. Ich brauche nicht zu bremsen in der Kurve. Das muss ich mit dem Galado noch machen. Ja, komm, gehen wir mal ein bisschen aufs Hinter. Um hier einfach noch ein bisschen weiter Zoll zu fahren. Um noch mehr Zeit rauszuholen. Mittlerweile 3 Minuten. Ah ja, hier ist ein bisschen Kleinkram. Können wir weghauen. Oh, hier brauche ich den Speedbreaker. Denn es geht durch das Stadium. Nein, nein, wir sind nicht durch das nicht an dem Stadion vorbeigefahren, sondern wir sind durch das Stadion gefahren. Hm? Liebe Polizei, verstehst du? Dadurch. Nicht da dran vor. Was habe ich bitte schön verkehrt gemacht, dass ich Instant Stufe 5 bin? Warum bin ich Instant Stufe. Was zum Teufel? Ach, ich denke mal, das hängt einfach mit dem Carrera GT zusammen. Bester Wagen kriegt nicht Stufe 1. Nein, Instant mal Stufe 5 von Latz geknallt. Na gut, hier, während des Rennens ist das ja nicht weiter schlimm. Aber nach dem Rennen könnte das sehr interessant werden, weil ich auch nicht weiß, wo das hier zu Ende ist. Habe ich das richtig gesehen, dass sie auch noch haben? Oder waren das nur die Lichter, irgendwie die Bremslichter von denen? Nein, 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 hör auf nicht auszubremsen, ich muss hier noch ein Rennen fahren, ja? Wir können uns nach dem Rennen battlen. Das ist kein Ding. So, jetzt aber hier rum. Code 6 ist außer Sichtweite. Okay. Ich muss mir diese Liste endlich mal ausdrucken, obwohl das lohnt sich eigentlich auch nicht mehr. Und ja, YouTube hat ja das Videolimit angehoben auf mehr als 2 Stunden kann man hochladen. Ich habe versucht, 5 Stunden mal direkt dann hochzuladen, aber das geht leider nicht. Na, einfach nur so ein Standbild 5 Stunden lang, aber nee, das ist nicht möglich. Das kommt mir aber positiv zugute, denn ich werde ja die Herausforderungen ebenfalls machen und zeigen. Und die letzte Herausforderung geht ja 1/2 Stunde lang. Und da werde ich das wie bei World of Goo machen, dass ich dann das Rennen, was ich geschafft habe, als Erfolg dann hochlade. Ich hoffe zumindest, dass er das annimmt und auch speichert, weil ich hatte ja damals immer den komischen Speicherfehler-Bug da gehabt. Ne, das ist dann einfach Bildschirm schwarz, dann hat man ein Ding gehört und damit war es vorbei. Habe ich euch ja schon mal von berichtet. Ich hoffe, das wird dann nicht passieren, sondern dass ich dann auch wirklich hier alles spielen kann. Die Frage kam auf, ob ich die normale Edition oder die Black Edition spiele. Ich spiele natürlich die Black Edition. Ne, was soll ich mit der normale? Black Edition ist viel cooler. Ich weiß zwar nicht mehr, wo der Unterschied ist zwischen der normalen und der Black Edition, aber irgendeinen Unterschied wird es mir geben. Der wird mir auch hundertprozentig nochmal in den Kombis dann erklärt. Aber ich glaube, es waren mehr Herausforderungen bzw. noch ein paar Bonussachen. Ich weiß auch gar nicht, was meine Meilensteine sind, die ich erreichen muss, aber ist auch gerade egal. Wir haben erstmal das Mordsteinrennen geschafft und kriegen die dann jetzt angezeigt. Wir müssen 200.000 Sachschaden verursachen. Wir müssen nach
Nach wie viel Zeit? Konnte ich jetzt gerade nicht sehen. Ja, ist doch gut jetzt. Nach 9 Minuten flüchten. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Hallo? Hallo, was ist das denn? Ich bin instant erwischt. Was? Sternchen, nix bei Sternchen. Jetzt bin ich eben gerade ein bisschen verdutzt. 800. Ich muss 800 bezahlen, um aus dem Gefängnis rauszukommen. Nee, bezahle ich mit Symbol. Natürlich bezahle ich das mit Geld. 800. Klopsackt. Ja, das erste Mal wurde jetzt der Karriere GT gefangen genommen. Und dann renne ich das jetzt erstmal weg. Und wir sehen uns dann in der nächsten Staffel wieder, wenn es dann heißt Need for Speed Most Wanted mit mir und 986. Bis dann!